Зе Герте Дамном Херен, либо трейдер. Херцлих Вилькомен бай НС Брокер, бай Айробишн Регулиртен Брокер. Май нами ис Матиас Нойман, и бин аккаунт менеджер бай дер фирма НС Брокер. Им лестен видео хабен виа цузамен глирт ви ман мит пендин ордерс, хандель зови профитирен кан. Им дизен видео ме мехте их инен юба марк юбризик фи дивохе бай НС Брокер РЦЛ. So, eröffnen wir mit Trader 5 und ich sage Ihnen, wie sie analysieren werde. So. Was sehen wir da über Marktübersicht für die Woche? Zuerst interessieren wir uns für langfristige Positionen. Wenn wir über langfristige sprechen, dann es ist es immer eine Woche, 4 Stunden oder ein Tag. Jetzt wählen wir eine Woche und so. Was sehen wir da? Zuerst suchen wir ein paar Positionen. Zum Beispiel können wir mit Indizes beginnen. So, schauen wir UK 100. Was sehen wir da? UK 100. Kleinen Moment. So, UK 100, was sehen wir da? Wir analysieren Layout unserer Strategie mit Bollinger Bands und Stochastic. Bollinger Bands, wenn rote Kerze untere Linie bekreuzt, das bedeutet, dass Grafik nach oben gehen soll. Wir interpretieren es als Kaufsignal. Wenn grüne Kerze obere Linie bekreuzt, interpretieren wir es als Verkaufssignal. Wir können hier auf Sell stellen und mit dieser Position auch Geld verdienen. So, mit UK 100 es ist ein bisschen sicher. Wir sehen, dass vor ein paar Tagen rote Kerze Mittellinie überkreuzt und Grafik jetzt ein bisschen nach oben gehen. Aber es ist nicht so sicher Position. Öffnen wir zum Beispiel Japaner Stock. So, was sehen wir da? Wir können machen Zoom rein, um besser zu sehen. Was sehen wir da? Dass rote Kerze dreimal untere Linie bekreuzen. Und wir sehen da schon kleine grüne Kerze. Und Stochastik ist circa wie viel? 2 und 32, circa 33. Was würden wir hier machen? Wir können hier sicher auch beistellen. Wir können hier auch beistellen. Wir können hier Take Profit aufstellen, zum Beispiel wir bewegen auf diese Linie und schieben ein bisschen nach oben. So, mit einem Lot auf diese Position können wir circa 12.000 Euro verdienen. So, wir noch warten ein bisschen, es ist langfristige Positionen, wir sollen hier noch ein bisschen warten. So, suchen wir noch interessante Mid-Indices, machen wir Zoom raus und klicken und suchen. Hier ein bisschen Risikant, suchen wir weiter. Wall Street 30, was sehen wir da? Das 15. März, es ist so stark gefallen und jetzt Preis geht nach oben und hier auch sehen wir eine kleine Korrektur. Es war 13. Juni. Hier sehen wir auch die Korrektur, machen wir Zoom raus. Wir können hier analysieren, dass Grafik nach oben gehen soll, aber hier sehen wir ein paar rote Kerze und hier Stochastik ist 87. Es ist ein bisschen riesiger, darum rate ich Ihnen andere Positionen suchen. Frankreich 40. Was haben wir da? Ich glaube, dass in 2, 3 Tagen grüne Kerze obere Linie bekreuzt. Und wir könnten hier sicher auf Sell stellen. Und Stochastik war auch mehr als 90. Und wir können hier auf Sell stellen. Es wird die gleiche Situation wie zum Beispiel war. Kleinen Moment, 12. Juni. Grüne Kerze dreimal obere Linie überkreuzt und wir könnten hier auf Sell stellen. Ja. Suchen wir dann noch weiter etwas. Hier warten ein bisschen.
Nesdaq, was sehen wir da? Grüne Kerze ist schon, machen wir Zoom rein. Grüne Kerze ist schon obere Linie überkreuzt und wir sehen da schon zwei rote Kerze. Und Stochastik, wie viel? Stochastik ist 84. Wir können hier sicher auf Sell stellen. Es ist langfristige Positionen, es ist eine Woche Position. Wir können hier auf Sell stellen und ich rate nicht meine Kunden auf Sell mit Indizes handeln, aber es kann auch so. Und wir können hier kleinen Take-Profit stellen, nicht so viel wie mit Japaner Stock. So, wir können hier klicken und sehen, wie viel. So, ich glaube, dass diese Position nur auf zum Beispiel auf 2000 Pips sinken kann. Und ich stelle hier unser Take-Profit. So, suchen wir SPX 500. Was sehen wir da? Hier ein bisschen Risiken. Es kann jetzt fallen, aber auch noch Risiken. So, schauen wir etwas interessant mit Währungspaaren. Euro, US-Dollar schon nicht. Great Britain Pfund, US-Dollar auch ein bisschen Risiken. Suchen wir weiter. Machen wir Zoom raus. Suchen wir weiter. Was sehen wir da? Canadian Dollar, Swiss Franc. Rote Karte schon dreimal unter der Linie bekreuzt. Und Stochastik ist circa 25. Wir können hier sicher auf Buy stellen. Wir können hier sicher auf Buy stellen. Zum Beispiel 2 Lot. Wir haben genug Kapital. Und genug freie Marge, um Korrektur abwarten. Es ist langfristige Position. Wenn man über langfristige spricht, dann bezahlt man Swap, Spreads. So, und man braucht viel Kapital, um diese Position abwarten, um Korrektur abzuwarten und am Ende so einen Profit bekommen. So, können wir hier auch beistellen. Kanada, Dollar, Japanisch, Yen. Hier auch. Ich denke, dass in 2-3 Tagen können wir so langfristige Position herstellen, auch auf Buy. Aber wir haben hier noch nicht Take Profit gestellt. Ich bin sicher in dieser Situation, wir können hier so zählen und mit dieser Position können wir circa 4000 Dollar verdienen. Also ich habe gestellt hier Take Profit. Wenn Grafik bis diese Linie steigt, dann wird diese Position automatisch schließen und Sie bekommen Profit. Sie können nicht immer im PC setzen und immer gucken auf diese Positionen. Euer Swiss Franc Japanisch Yen, was sehen wir da? Grüne Kerze, wie viel Mal über Linie bekreuzt und wir könnten hier auf Sell stellen und Sie verdienen zum Beispiel klein. Sie können hier verdienen mehr als 3000 Dollar. So, mit dieser Position. Euro Canadian Dollar. So, suchen wir noch. So, was sehen wir mit Euro Swiss Franc? Wir haben schon Canadian Swiss Franc geöffnet. Und hier ist Euro Swiss Franc. Wir sehen hier die gleiche Situation. Preis ist ganz unten und wir könnten hier auf Buy stellen. So. Okay, dann ein Tag, was sehen wir da? Ein Tag, was sehen wir? Das Rotkerze viermal untere Linie überkreuzt und ich bin sicher, dass diese Position weiter steigen wird und ich habe hier auf Buy gestellt. Ich habe noch nie Take Profit gestellt. So, wir klicken auf diese Linie und bis Mittellinie können wir bewegen. 4500 Dollar. So, okay, es passt mir ja. Es ist eine Woche Chart, wir können hier ein bisschen warten. Aber man kann mit langfristigen Positionen gut verdienen. Aber was die wichtigste ist, dass für langfristige Positionen braucht man viel Kapital.
Und viel Geduld auch. So, suchen wir noch etwas. Also, was sehen wir mit Australian Dollar Swiss Franc? Wir sehen da rote Kerze schon viermal unter der Linie gekreuzt und wir sehen schon hier grüne Kerze. Ich bin sicher, dass diese Position weiter steigen wird und wir können hier auch beistellen und auch den Profit. Zum Beispiel auf Mittellinie, es ist schon 6300. Also wir haben hier Take Profit gestellt, noch wir warten mit dieser Position. So, es war Marktübersicht für diese Woche bei NS Broker. Bei allen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Handeln und dann bis gleich. Ciao.